Brown heute mit einem neuen Livestream heute. Schauen wir mal, heute fast sogar pünktlich. Also, wenn ich schon pünktlich bin, müsst ihr Angst haben. Nee, müsst ihr keine Angst, wenn ich mal pünktlich bin, dann, das kommt auch mal vor. Fast pünktlich, ja, mit ein bisschen Verspätung, sagen wir mal. Ja. Wie viel Uhr haben wir jetzt denn? Ja, 13 Minuten Verspätung. Aber es passt. Wenn es passt, dann wird es passend gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt hier live. Wir gucken mal kurz mal überall an, was ich noch zu machen habe. Okay, hier war noch versteckte Kohle. Ich gucke jetzt einfach gerade durch, ob ich irgendwas hier vergessen habe oder nichts vergessen habe. Ah, habe ich doch. Hier ist noch was. Wenn man sich immer mal umschaut, was man so vergisst oder nicht vergessen hat. Ja, so. Sieht hier alles gut und nach recht, sieht nach alles am rechten Fleck aus. Und alles hat seine Ordnung. Wir schauen heute mal. Ja, ich will jetzt kein Geschenk haben, aber dementsprechend schauen wir heute in der Nachrichtenzentrale. Jo. Und wir gucken mal heute, was wir so heute machen in der Festivalspielliste. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben in der Serie den Horizon World Cup. Und es kann ja euch mal sehen. Zeit für etwas gesunden Wettbewerb. Nimm an unserem Wettbewerb der Serie 4 teil, indem du die Prüfung der Saisonmeisterschaft und Spielplatzpartien in deinem Lieblingsauto abschließt, um das Herkunftsland deines Wagens zu unterstützen. Jede Woche bringt das Absolvieren der Veranstaltung Punkte für dein bevorzugtes Herstellerland: Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, United UK und USA. Behalte unsere Social Media Aktivitäten im Auge, um den Vorteil zu verfolgen und das aufregende Auto zu sehen, das du aus dem Siegerland stammen, das es aus dem Siegerland stammen wird. Also, ja, ich könnte jetzt für Frankreich fahren. Das wäre die Krux der ganzen Sache. Okay, wir fahren schon belohnt, neues Auto, neuer PR-Stand, ja. Weltfacelift Party-Dekoration. Okay, wir haben heute einiges zu tun in der Saison. Wie ich sage mal, alles wie immer. Wir machen jetzt mal die Monatsrival. Heute mit einem Nio, dem Nio EP9, also mit einem Electric Hypercar. Schauen wir mal, ob der Bug mit dem Multiplier heftiger heute ist, weil diese Woche das neue C4-Update hat einen Bug mit reingebracht und das ist unangenehm. Ein unangenehmer Bug. Ein sehr unangenehmer Bug. Aber schauen wir mal, es geht los. Ah, ja, der kleine Gegner. Ah, es ist so eine Sache, weil ich habe wieder kein Force Feedback. Also das Force Feedback Bug ist jetzt fast komplett weg. Also vom Start hinweg jetzt. Das finde ich schon praktisch. Oder doch nicht. Also, ich habe das Gefühl, es ist nicht weg. Schon beenden. Also wieder diesen Bug. Wie blöde ist das jetzt? Ja, muss das Typspiel doch noch mal neu starten. Ja.
So, dementsprechend, ja, warten wir quasi, dass es bald hier fertig geladen hat, weil ich brauche Force Feedback. Das darf mir jetzt wieder nicht wahr sein. Und ich gehe wahrscheinlich wieder offline. Dann geht es, dann gehe ich online, dann geht es wieder nicht und dann gucke ich blöd aus der Wäsche. Und ja, da guckt man immer blöd aus der Wäsche. Schauen wir mal. Willkommen zurück, Christian. Ja, willkommen zurück. Ich weiß es. Aber dementsprechend muss es ja jetzt. Dementsprechend schauen wir jetzt heute. Jupp, jetzt können wir doch den Monatsrivalen mal machen. Heute ist die Meisterschaft sehr übersichtlich gestaltet, also heute nicht sehr viel zu machen. Also können wir sehr schnell Punkte machen. Also das waren stramme 3-4 Monate Horizon 5 Meisterschaften. Die eine hatte ich jetzt so nachlässig, dass ich keinen Mustang-Boss habe, aber dementsprechend war schon stramm. So, wir fahren mit dem EP9 Neo. Das Ding geht ja jetzt schon ab. Mit einem krassen Elektro-Renn-Hypercar, das nicht Straßen zugelassen ist, aus China. Aber wird interessant. So, musste mich mal ein bisschen trauen, bei dem Wagen Vollgas zu geben. Und auf unbekannte Attacke zu fahren. Aber der Wagen gibt schon Vertrauen. Oh. Also. So, dann schauen wir mal. Ja, ganz perfekt ist es nicht, aber dementsprechend. Nee, nein, danke. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, haben wir es jetzt damit bestanden? Hab ja immer gerade, wenn wir nur eine Runde fahren, aber ich glaube nicht. Vermute ich mal.
Und... Nee. Man hat ja keinen Bock, das zu werten. Also müssen wir es doch nochmal machen. Aber in Perfekt. Also wir müssen es in Perfekt fahren. Also dementsprechend. Nochmal den Dio fahren. Das Elektro-Hypercar aus China. China. Made in China. Oh nein. Okay, hier kann ich sogar mehr Gas geben. So, 280. Jetzt müssen wir in die Eisen gehen. Ja, es geht schneller eigentlich hier. Oh, ein bisschen aber eigentlich. Ich fahre schon fast davor, sich. Nee, schon wieder nicht. Zählt schon wieder nicht. Und schon wieder nicht. Also, das ist doch hier. Fahren, weil ich muss eine perfekte Runde hinkriegen, also geht es ja hier gar nicht anders. So, aber ist gut auf der Bremse. Und durchs Ziel. So, und jetzt müssen wir beenden. Jetzt muss es aber auch annehmen. Schauen wir mal.
So. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Gut, das bringt 4 Punkte. Zumindest 4 feste Punkte und ja. Schauen wir mal. So, dann. Was haben wir denn jetzt hier noch? Straßenrennen. Stufe 1. Und wird das hier? Himmelstürmer. Nein, da haben wir Rivalen C600. Das wird jetzt interessant. Weil da gibt es ja einige Fahrzeuge in dieser Klasse. Ja. Da schauen wir mal. C600. Da haben wir einiges zur Auswahl. Ich glaube, wir nehmen den Clio Williams. Wir nehmen den Clio Williams, tunen den. Sie haben frontangetriebener Kompakt Hatch, Retro Hatch. Behalten aber beim Saugermotor noch bei. Also, Renault. Retro Hot Hatch, RST, RST. Jo. Kleine Leistungsstraße, Franzose. Ich guck mal nach Umgebung. Da haben wir doch. Was wir wollen, also schauen wir mal. Na, Turbo Rally weniger. Wir lassen den auf Frontantrieb. Ah, wir könnten den eigentlich zum Rallye-Monster bauen. Aber trotzdem ist es mir ein Spaß, zusätzlich Scheinwerfer dran zu machen. Um mehr Sicht einfach zu haben. Behalten. Bei den Straßenreifen. Wir gehen zu den Straßenreifen einfach. Also nicht auf voll. Bereifung. Nee, die Räder können wir nicht rausholen. Okay, interessant. Kann ich, glaube ich, genau wissen. Wie konnte man das ja noch? Sportgetriebe, Renngetriebe. Ich glaube, 6 Gänge sind halt übertrieben. Aber schauen wir. Wir brauchen ja nicht alle Gänge zu. Ein Renndifferenzial, das ist vorteilhaft. Das ist zumindest was einstellen können. Rennbremsen, übertrieben, aber ja. Sportrennen, ja, in dem Rennfahrwerk. Also alles, was einstellbar ist, bauen wir jetzt mal schnell ein. Das ist, bedeutet einfach nur mehr Gewicht. Jetzt ist er. Er hat ja wenig Probleme mit seinem Gewicht. Da brauchen wir nicht viel zu machen. Aber. Der Bereifen doch, der ist schon ein kleines Handling-Monstrum. Lassen wir mal, wir behalten nur breitere Reifen.
könnten wir noch mehr Leistung raus. So, 181 Pest, die müssen doch reichen. Wir haben ein bisschen mehr Gewicht nur, aber für die Nachtrennen brauchen wir Scheinwerfer und Beleuchtung hat ja nie geschadet. Sagte mal jemand. Also wir haben die schlechtesten Straßenreifen. Das heißt quasi, wir könnten wissen, ja, wir wissen, das ist hier berühmte Bug aktuell. 230, das kommt mir trotzdem sehr flott vor. Na, so viel Sturz brauchen wir nicht. Lassen wir es um. Nach der Frontantrieb. Diff, das könnte mehr sperren. Das darf sogar mal mehr sperren. So. Dann sind wir für die Meisterschaft gewappnet. Und dann können wir doch mal... Ja, das erste Rennen ist Bergrennen. Also... Wir sind ja mit den schlechtesten Reifen, aber griptechnisch im Regen müssen wir schon einen Vorteil haben. Schauen wir mal. Wir repräsentieren Frankreich. Mit dem Clio Williams. Ach ja, das sind noch hier gleich dicke Boliden noch mit dabei, die mehr Power haben. Wir haben aber einen 2-Liter Motor, 180 PS. Das kann man mal machen. Kann man ja mal machen. Wir kommen ja bestimmt besser vom Fleck als die Konkurrenz erstmal. Besonders der Lambo.
So, es geht bergauf. Aber ich bin sehr sportlich unterwegs und ich kletter ordentlich hoch. Und durchs Ziel. So, nächste Freunde. So, aber hat das gezählt? Können wir da mal richtig reingucken? Und so, wieder ein Sprint. Also, wir haben einen Rundkurs.
Wow, wir haben deutlich mehr Power. Wir sind fast im Drehzahlbegrenzer. Jetzt müssen wir wieder hochschalten. Ja, es geht jetzt bergab. Ja, geht es wieder flotter voran jetzt. So, schauen wir mal. Sieht doch perfekt aus. So, heute scheint auch etwas die Sonne draußen. Es wird auch langsam Sommer, merkt man. Es wird immer langsam länger hell bleiben. Aber dann stellen wir die Uhr um eine Stunde vor. Dann ist schon 18 Uhr. Langsam lassen sich die Ladezahlen was zu wünschen übrig.
jetzt. 7000. Schauen wir mal, wir gehen den Gang runter, um mehr Power zu haben. Hat's gezählt? Nee. Ich habe extra das Heck mal richtig ausschwenken lassen, aber... Oh, warte mal, nun müsste man... Quäl dich hoch, quäl, quäl, quäl. Fährst du quer, siehst du mehr. Stufe 1 abgeschlossen. Ja, es kann sogar hier zwei Sachen auf einer fliegen mit einer Klöppelschwung. Das hier. So, Dirt Grip Rennveranstaltung. Also muss ich jetzt Stufe 2 Grip und Dirt. Das wäre die hier. Dann bräuchten wir was für eine Fahrzeugklasse? C aus C600. Und hier. Da fällt mir ein Wagen ein, den ich für beide Rennen einsetzen kann. Und bin halt am Überlegen, den Turbomonster. Ist ein Turbomonster. Ein Peugeot. Ich kann den fahren. Aber der ist übertrieben. Den kann ich fahren. Dann nehmen wir mal den. Den Rally. Aber wir werden den auf Frontantrieb beibehalten. Weil wir auch noch ein kleiner Saugermotor ist. Könnte noch ein Turbolader, aber wir lassen den so.
Aber wir machen das drauf. Ein bisschen mehr Rallye-Stein. Das auch. Jo. Ja. Bin ich sogar. Ich bin sogar vor 195er. Weil. 305er brauchen wir aber dem Ding gar nicht. Das bringt ein paar von Antrieb 25. Ist er auch das kann. 2050. Ach, ich finde die Bräder eigentlich für. Ja. Aber es muss gehen. Ich muss es so nehmen. Auch wenn diese Reifen mir eigentlich für so einen kleinen Rallye-Peugeot eigentlich schon breite Walzen sind. Ah, die erste Stufe ist mir zu krass. So. Dann. Ja, wir sind schon eine krasse Stufe höher jetzt gegangen. Sportgetrieben muss reichen. So extrem müssen wir nicht gehen. Straßensport, Offroad, Rallye. Und wir müssen auch Offroad gehen. Also Offroad. Aber halt. Ich will was mal schauen. Passt es mir? Ja. Tiefgelegen Zustand. Nee, ich mache die Verbreiterung vorne weg, dann passt es so. Wir lassen den komplett die Räder am Kasten drin. Sieht eh halt bescheuert aus. Für vorne, weil die Stufe vorne ist zu krass. Was haben die bei Playground Games so ein bisschen jetzt mir in die Schuhe versaut? Rally? Ja, der hat schon ab Werk schon eine Gewichtserleichterung. Also wir könnten alles voll reinmachen. Weil, ja, könnten den ja noch leichter machen. Könnten wir. So. Bei der Bremsanlage kann ich sogar die Stufen runtergehen. Ja, Sport, ja. Sportbremsen reichen sogar auch. Also bei dem wenigen Gewicht, den er hat. Ganz einfach. Wir erhöhen das Gewicht wieder, dann können wir ein bisschen mehr Leistung rausholen. Ja, ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Er hat jetzt mit 16 PS mehr, aber wir haben wenig, sehr wenig Gewicht. Also es ist halt so ein Powerflow. Mit Frontantrieb, also richtig kleiner Powerflow. Na, Renault 5 Turbo, der wird ein Power-Kraftpaket, weil wir Allrad reinschmeißen. Ne? Und Tau bis 220, werden wir den Tau so weit ausreizen müssen?
Wir haben, ja, wir machen auch mal 1,4 Bar Luft zu 20. Ja, so lang brauchen wir da nicht. Ist. Ja. 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 So. So sagen wir am schnellsten. So, 195 km/h klingt wenig. Top Speed, aber es könnte sogar reichen. Power. So. Länderrivalen Dirt Rennen. Hätte ich auch den nehmen können. Der darf nicht? Wie halt, hä? Jetzt müssen wir mal gucken. Ländern über ein Dirt Rennen. C600. Jetzt darf er wahrscheinlich wegen irgendwas nicht mitmachen. Das ist so ein bisschen. Ich darf ein Franzose. Mal schauen. Jetzt muss ich mal gucken. Okay. Sehr interessant. Wieso darf ich den nicht einsetzen? Einen kleinen Peugeot. Gut. Wir nehmen dann eben halt den Alpine. A110. Ohne Frontstoßstange, ohne Heckstoßstange, einfach Gewicht gespart. Und Hinterradantrieb nur. Nee, hey, Heckstoßstange hat er ja noch. So. Sehr, sehr rätselhaft, wie der Peugeot nicht mitmachen darf. Ist doch auch einer. Ich ist auch ein Franzosen. Aus Frankreich. Egal. Da muss der Heckantrieb ran. Da muss die Alpine richtig Leistung geben. Wir haben einen Nachteil, wir haben Hettner-Radantrieb, kein Allrad. Wir haben 4 Zylinder, wenig Gewicht. Aber wir müssen trotzdem gegen die anderen bestehen. Trotz der Nachteile. Aber wir kämpfen uns voran. Aber wir haben trotzdem fehlen Hanna sehr viel Grip auf der Hinterachse wegen Heckmotor. Das wird interessant. So. Uiuiuiui. Jetzt geht es erstmal wieder zügiger voran. Ah, es fliegt hier aus der Kurve.
Ist überhaupt was an der Bremse gemacht? Anscheinend nicht. Ja, das Wetter ist genauso trübe wie hier jetzt draußen aus meinem Fenster. Trübe. Feste Quer siehst du mehr. Ja, okay. So, wir halten uns einen Allradler noch vom am Leib, haben wir. Aber wir müssen richtig Power geben. Wir drehen den Motor bis zum Anschlag. Und wir haben es durchs Ziel geschafft. Also, dass der Pichon nicht mitfahren darf, ist mir neu. Also, ja. Aber ich bin voll in meiner Strategie. Gewicht vor Schönheit. Nächstes Rennen. Du weißt, dass du das doppelt hast, oder? Verschenken wir das doch. Fast abgewürgt. Uns fehlt halt die Power. Aber wir kommen schon voran. In der ersten Kurve sind wirklich wieder alle langsamer. Cool.
fahren schon richtig voran. Der haut uns ab, der hat Allradantrieb. Wir haben nur Hinterradantrieb, das ist schon mutig. Aber es wird ja immer mehr Highspeed-Kurven geben, da wird es interessant. Da kann ich ein bisschen Streckenkenntnis nehmen. Wieder leicht ab. Ich brauche nicht zu bremsen. Hier muss ich bremsen. Aber wir geben Gas. Wir haben uns an ihn angeheftet und das wollen wir jetzt beweisen, wie schnell wir sind. Trotz der dynamischen Verbesserung er hat, haben wir Grip auf der Hinterachse. Er zieht, er kommt näher, aber es war auch nicht zu verteidigen. Weil das Rennen habe ich jetzt selbst gewonnen. Dass die sagen, was ich da drauf habe, bekommt ja selbstverständlich von mir ein Like. Es gibt ja noch ein Grip-Rennen. Ein Rundkurs. Dann bin ich mal gespannt. Asphalt und wieder Dirt. Es ist ja jedes Mal eine Frage des Grips. Sobald der Wagen auf Touren ist, der Alpine A Nummer 10, dann bin ich schon stark unterwegs. Mal vom Start weg, vom Start an, ab Beginn vom Start, bin ich nicht der Schnellste, weil ich vom Fleck nicht so schnell vorankomme. Das ist ja hier mein Nachteil, weil ich sehr ordentlich Grip auf der Hinterachse habe. Ordentlich Grip. Weil die Greifen so viel Grip haben, dass die Räder nicht durchdrehen. Regen, okay, ich könnte sogar mehr Grip haben jetzt, weniger Grip und dadurch ist es stark. Ne, zu viel Grip. Also die Räder haben so schnell Grip gefasst, dass er eigentlich fast abwirkt.
Jetzt habe ich aber auf die Eisen getreten. Ich war selbst ein bisschen Schlafmütze auf der Bremse. Und jetzt haben wir einen Rundkurs, also muss ich jetzt langsam hier mal Tempo machen. Ja, das mach schon. Ach, ja. Ich habe ein bisschen zu spät eingelenkt. Der Golf bremst ein bisschen ab. Interessant, interessant. Da gibt es doch eigentlich nichts zum Abbremsen. Ja, da, oder doch. So. Jetzt haben wir gerutscht, dann haben wir Gewichtsverlagerung gehabt, da hat er plötzlich Grip auf der Vorderachse, hat drauf gehört und hat dann noch das steuern wollen. So. Die Veranstaltung wird jetzt gleich eine Nullnummer machen. Das spiele ich jetzt schon. Aber wir sind noch alle nah beisammen, also kann noch nichts viel passieren oder nicht Großes passieren. Weil keiner setzt sich so richtig ab. Sehr ein hartes Kopf- und Kopfrennen. So, jetzt muss ich mich beeilen für die erste Position. Nein, du kommst nicht vorbei. Auch wenn ich einen Oldtimer fahre. Interessant, weil die nächsten Kurven müssen die wieder bremsen. Ja, die setzen wieder ihre Power ein. Ich habe ja keine Power. Und jetzt habe ich sehr gut getrickst. Ich habe meine Skills, Rally-Skills eingesetzt. Dementsprechend sind wir durchs Ziel wieder. Den R26, ja, haben wir doch. Ja, sehr lustig. So,
dann, ju, haben wir auch. Hä? Sorry. Was war das jetzt? Aha, so. Dementsprechend schauen wir mal, das Gewille und eine Querveranstaltungsrennen. So, jetzt geht's ja wieder zum Querveranstaltungsrennen. Das wird interessant. Also wir erreichen wahrscheinlich gleich 10 Punkte gleich. 10. Und ja, 10 ist schon eine Menge. Müssen wir uns ein bisschen beruhigen bei den 10 Punkten, die wir jetzt gleich erreichen. Und schauen wir mal. Makan, Ju, Länderrival, Makan Turbo. Also würde ich mal schauen, dass wir was mit Allrad haben jetzt aus Frankreich. Es ist für mich halt ein Rätsel, wieso nicht der... Ja, also... Das ist den hier, den ich jetzt auf Allrad umbauen will. Ich könnte auch den. Ich könnte auch den umbauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Doch uns doch auf den R5 Turbo. Ein dickbacken Turbo. Auch auf C600 zu kriegen. Bei Allrad brauchen wir dringend. So, was haben wir da? Okay. Machen wir lassen den von der Front alles so her, wie er ist. Aber das finde ich aber eher interessant. Okay, dass wir so viel haben für den. Ja, ist mir neu, okay. Uff, da ist der Plan mit Allrad eigentlich für die Katz. Weil Allrad würde hier bei dem ja gar nicht funktionieren. Da hat so viel Power. Nee, ein schon verwerfen. Ach je, was für ein Wagen können wir dafür jetzt noch nutzen? Bauen wir den mal um. Der hat ja Allrad. Bestimmt. Der hat ja einen Allrad. Ah, wir könnten den da gleich auf umbauen. Hatten wir den für irgendeine Fahrzeugklasse mal gefahren? Darin Fahrwerk, Strahlsport, trifft Offroad. Ist jetzt ein bisschen an der Sonne, als ich jetzt Gedanken habe. Aber den hier zu entführen wäre schon eine gute, coole Idee. Hatte ich den sogar dafür? Das wäre neu. Wir könnten ja auch noch.
schauen wir mal. Er hat jetzt 134 PS und 510 Kilo. Jetzt ist er 4 Kilo. Er hat sehr wenig Gewicht, stimmt. Könnte ein interessanter Wagen sein. Querfeldein. Renault R4. Ja, den hatte ich mal aus Spaß nur gechinkt mal. So, Renault 4. Oh, ein bisschen. So. Ein, was ist das nie? Ja, Modern Rally. Hä? Ist ein Querfeld ein. Hat doch die Veranstaltung noch irgendwo gesehen. Da. C600. Ist mir wieder ein Rätsel. Brauche ich jetzt wirklich ein Turbo? Ja, anscheinend. Muss ich den jetzt mit dem Turbolader oder wie versehen oder was? Schauen wir mal. Schmeiß mir mal einen Turbolader rein. Gibt es Turbo-Umbau für den? Ja, stimmt. Das nennt sich ja auch Turbolader. Könnte ich ja auch drauf selber kommen. Echt ist, wenn wir halt einen Turbolader für. Kennen wir keinen. Können bei dem Motor ja keinen einbauen. Stimmt. Ja, gut. Dann ist der Umbau ein bisschen für die Katze. Aber trotzdem. Der wäre. Ach nee. Ganz einfach, wir nehmen jetzt den und bauen den wirklich auf Turbo um. Also, der hat ja Turbo, aber wir bleiben auf Hinterradantrieb. Und das ist mein Knackpunkt, komplett auf Hinterradantrieb zu bleiben und nur Grip zu haben. Das ist so, ja, der ist gleich zu brutal hoch. Also, wir müssen Allrad haben. Die schlechtesten Reifen behalten wir drauf. Machen aber so breit wie möglich, dass wir irgendwie Grip haben. Und halt. Ja. Verbessert auch die Offroad-Eigenschaften, weil es bringt nichts. Es bringt halt gar nichts, um irgendwas zu machen. Das Ding ist ein Turbo-Tier. Wenn man was da umbaut, besonders die Reifen, das ist schon so krass, dass man hier fast gar nichts mehr zum Tunen hat. Das Auto überspringt es gleich die C-Klasse. So, 109, fast 180 PS haben wir, also 179 PS. Die uns reichen. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein. Aber wir müssen den nehmen. Das ist ja uns ja.
Na, schauen wir mal, ob diese schlechtesten Straßen dann wirklich dafür gut sind, weil die haben ja deutlich weniger Grip, aber sind trotzdem vom Profil her schon für Schotter gedacht, da nicht für Querfeld ein. Ach! Muss klappen. Alle haben Offroad-Reifen, wir starten ja auf Asphalt. Also ich werde vom Start zumindest schnell genug sein. Ich habe ja ein Turbo hier. So, darf der Corrado mitmachen? Ah, bleibt gut. Das ist schon gut. Ohne Getriebe einzustellen, hier zu fahren, das ist schon riskant. Aber wir haben wieder geringes Gewicht, das wieder unser Vorteil ist. Ja, und wir sind schnell. Wir sind sehr schnell unterwegs. So, mit dem R5 Turbo durchs Ziel.
So, nächstes Rennen. So. So, dann haben wir doch gleich alle. Schauen wir mal. Jo, die 5 Punkte haben wir schon safe. Jo, das haben wir schon schnell hinter uns. Dann gibt es noch einen Schaurennen-Remix. Sehr interessant, das machen wir auch gleich. Das kriegt nochmal 5 Punkte. Also sind wir heute sehr schnell voran. Es geht heute ein bisschen gut voran, zu gut voran. Also heute auch keine Stunts. Ja, heute ist so ein bisschen. Das bringt hier auch noch 10 Punkte. Eieiei. So. Also, nächstes Rennen. Neues Glück. Das wird interessant. Also, sehr interessant heute die Meisterschaft. Also, dementsprechend bin ich heute auch motiviert. Schauen wir mal, es ist wieder Regen angesagt. So, auf die Plätze, fertig, los. Getriebe hätte ich einstellen müssen. Wirklich schon wieder. Aber ich bin vom Start sehr gut weggekommen, also. Gut, sag ich mal nicht. Das Rennen geht in die Hose. Nein! Nein! Die haben mich alle überholt. Das darfst du aber jetzt wahr sein. Nur wegen dem Land Rover, jetzt wegen dem Kack Defender. Der mich nicht durchlässt. Defender. Nur wegen den Kack-Defender.
Da kann kein Fair Play. Jetzt wird's. Jetzt muss es gehen. Fünfter. Einmal gewinnen, einmal verlieren, jetzt muss ich gewinnen. Ja, es muss gewinnen. Vor Leichenlager. Ja, natürlich, das wird geknackt an, vor wem ich es gewinnen muss. Aber ja, so heißt da gerade. Leichenlager oder Leichengarage oder irgendwie. Eieiei. Was ist denn hier? Ja? Da. Genau, Getriebe. So, ja, schmeißen wir das Getriebe. Wo? Können wir so behalten? Ja, beschleunigt halt noch krasser dann. Also vom Start weg sind wir jetzt krass raus beschleunigt. Ja, feste Wagen so auf Anschlag vom Tacho her. Da musstest du eigentlich bremsen. Ja, es ist spannend. Kopf an Kopf rennen zwei R5 Turbos. Jo. Und jo. Der eine, der nicht geschaltet hat, war im schlauen Gang. Gehen.
Habt euch ziehen. Die 200 waren qualhaft. Aber die packen wir. Die packen wir. Leichenlager. Wo? Leichenlager ist ganz hinten, nach hinten abgefallen. Also konnte ich nach vorne mithalten. Konnte dem Spiel nicht mitgehen und konnte meine erste Position verteidigen in der Rangliste. So, jetzt extra noch ein paar extra Punkte noch. Turbo, so. Ja, uns fehlen jetzt noch ein Punkt und nochmal 20 Punkte. Ja, noch 30. Ja, 20 dann ja, nur noch 15. Und das ist ja jetzt sehr interessant, weil die nächste Meisterschaft ist wieder das hier. Die hier, die fahren wir jetzt. Ansager Countdown. Also, schauen wir mal. Ein Showrun-Remix, auf das haben wir schon lange gewartet, bis es kommt. Bis die Fantasielosigkeit... Oh. Oh. Gegen den Hot Wheels Monster Truck. Bin ich jetzt gespannt. Sehr klassische Sache wird es jetzt mit diesem Quad. Es ist dunkel, also ziemlich dunkel. Ah. Eigentlich würde ich jetzt Licht im Innenraum wünschen. Ah, die treten aufs Gas und die machen einen Sprung. Und ich glaube, die gehen in den nächsten Gang und in den nächsten. Ich weiß nicht, wie gut wir jetzt landen werden. Ah, ja. Achter Gang, den brauchen wir jetzt wirklich. Oh, 280 mit dem Buggy. Wir rasen in die Höhe. Ist das fair? Ich find's nicht fair. Ich bin ja sogar im Nachteil. Ja, mit dem Ding ja schon hart am Limit. War so hart am Limit. Habe ich dieses Ding noch nie gefahren.
David gegen Goliath ist es hier. Gehört das so, dass ich keine Bremspunkte sehe? Ah. Die Lanterne war jetzt toll. Dann will ich aber ausweichen. Ah, toll. Vor mir herzufahren ist auch noch eine tolle Idee. Oh. Ah. Sie, Caballeros, da sind sie! Zwei furchteinflößende Monster und ein mutiger Held, der sie beide besiegen will. Dem Gewinner winken tolle Preise. Wer kann sich durchsetzen? Wer, meine Freunde? Wer? Ab durch die Mitte! Für deine Belohnung noch eine Horizon-Premiere vorbereitet. Wie wär's mit einer Siegesrunde darin? Das wird sich jetzt verkacken. Sag ich jetzt schon mal.
zwei Sachen, die nicht hinkriegen. Ja, warum ist schon klein? Sind ja optional, die Auszeichnungen. Stief, moin. So, dementsprechend schauen wir mal an. Eieieiei. So, unser Countdown. So. So. Habe ich jetzt Entertainment für die Massen geschafft? Ja, habe ich. Ja, gut. Den Nio habe ich jetzt, den Chinesen. So, jetzt fehlen mir noch, ja, genau, 10 Punkte. Ja, da würde man ja fast schon sagen, ab auf die Strecke mit mir, um den Unicorn zu holen. So, schauen wir mal. Was für eine Klasse ist da jetzt? Fahrzeugleistungsklasse erlaubt. Wo haben wir da? Oh, C, 600, da habe ich doch was. Da habe ich doch ein Clio. Also ich bin mit Frontantrieb ein bisschen im Nachteil, aber bei C600, da bist du auch noch mit Frontantrieb noch gut bei der Sache. Okay, das sitzt. Schauen wir mal. Multiplayer hat heute einen Bug. Die Prüfung wird gesucht. Schauen wir mal. Sitzung beitreten. Ja, es scheint zu funktionieren, aber. Ja. So, bin ja unvorbereitet. Ich muss jetzt den Clio nehmen. Ungetuned. Schade. Das hätte ich den gern getuned gefahren. Ganz, ganz gern. Aber ich glaube, das kriege ich sogar in einen ungetuneden Zustand mit dem Wagen hin. Ja, Fronttriebler am Limit fahren, das kann ich. Weil ich fahre, man merkt, heute nur für Frankreich. Okay, Frankreich ist heute unterbesetzt. USA, Deutschland und ja, Deutschland, USA, Japan wird interessant. Kein Engländer. Ist eine schöne kurvige Strecke. Da wird es für den kleinen Franzosen für mich hier spaßig werden. Platz da. Habe ich nicht gekriegt. Ich habe die nicht gekriegt, die Kurve. Wieso? Weil dieser ganze Trubel hier. Am Fahrrad mich nicht durchgelassen haben. Jetzt müssen wir ein bisschen Beeilung fahren. Ein bisschen strammer fahren mit dem RS. Aber stramm fahren mit dem ist schön einfach, weil das lässt sich gefallen.
Ja, wir können noch hochdrehen. Jetzt kann ich schalten. Aber wir kommen voran. Beim Handling ist der Wagen sehr stark und das ist der Grund, wo ich so ist die Gefahr jetzt. Ja, ein Mustang Boss. Wird interessant, können wir überholen. Und einholen, weil topspielmäßig, glaube ich, fast gleich auf mit dem Mustang Boss. Und dann mach eins. Ja, merkt er, mein Kollege merkt, ich kann schon mehr gehen. Der eine BMW, der wollte mal wissen, wie Skörfeld ein aussieht. Aber wir kommen alle noch ins Ziel. So. Der kleine böse Franzose möchte nicht abgeholt werden. Er will hier das Rennen gewinnen. Und ja. Der Corsa ist einfach stärker, aber es wird jetzt beweisen, dass der Corsa nicht so schnell gehen kann. Hat ja nur die Aerodynamikteile dran und ich bin ja eigentlich stärker unterwegs als der Corsa an der Eclipse. Doppelkupplungsgetriebe, ich schalte schneller als er beschleunigen kann. Der Mustang sehr stark beim Herausbeschleunigen. Und ja. Und ich hasse das. Mit den Kühlen. So, jetzt kommt Speed. Crip. Das wird der Opel nicht haben. Bei der Geschwindigkeit nur so ein Action-Spoiler. So. Ah, sehr viel Gicht. Also sehr viel. Wenig Sicht, aber ich muss jetzt nur auf Sicht fahren. Also schön meinen Kollegen verfolgen. Ja, es muss gleich hier irgendwo dran gesetzt. Müsste jetzt mir mal Platz machen oder es muss so angreifen. Nein! Nein! Wieso macht er das? Jetzt muss ich wieder kämpfen. Wieder nach vorne kämpfen. Bin ja Kummer gewohnt. So. Ah, jetzt. Das war jetzt mein Fehler. Den Lambo schubsen wir mal weg.
Wenn die mich nicht zur Seite abgedrängt hätten, wäre ich auch vorne mit dabei. So. Damit haben wir das Rennen ja offiziell jetzt gewonnen. Den Miura P400 haben wir bekommen. Aufwärmung, so, wir haben uns ja aufgewärmt, schauen wir mal. Unicorn. Und jetzt werde ich 40 Punkte haben. Glatte 40. Dementsprechend verabschiede ich mich, sag tschüss, wir sehen uns nächste Woche, dementsprechend ja nur ein Stream pro Tag, Woche, und wir sehen uns ab morgen, schauen wir mal, was wir hier, jetzt brauche ich ja sowieso plötzlich dann nicht so richtig, weil, was brauche ich denn jetzt dann, dementsprechend sage ich tschüss und bis nächste Woche, und wir sehen ja hier, einige Fahrzeuge zu gewinnen und dementsprechend, ja, tschüss. Und bis nächste Woche. Und morgen Let's Play sehen wir uns trotzdem.